Die Corona-Krise legt ja gnadenlos offen, woran das deutsche Bildungssystem krankt. Erstens, wir haben ein großes Problem mit der Bildungsgerechtigkeit. Unter dem Unterrichts- und Betreuungsausfall leiden ja insbesondere Kinder aus armen Familien. Da entstehen Wissenslücken, die sind vielleicht gar nicht mehr aufholbar. Um diese Kinder müsste man sich kümmern. Wir sind ja hier nicht in den USA, wo man sagen kann, der weiß nichts, der kann nichts, egal, wird er halt Präsident. Zweitens, die Ausstattung. Im Mai 2019 wurde der Digitalpakt beschlossen. Alle deutschen Schulen sollten mit moderner Technik ausgestattet werden, aber das heißt bei den meisten Toiletten mit Wasserspülung. Das war's dann auch. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben 66% der Schulen keinen Glasfaseranschluss. Außerdem teilen sich in NRW im Schnitt 30 Schülerinnen und Schüler einen Laptop. 30 Leute für einen Laptop und kein Glasfaseranschluss für vernünftiges Internet. Das heißt, an den meisten Schulen sind die Laptops höchstens für die Pause zu gebrauchen, zum Tischtennis spielen. Drittes Problem, Lehrermangel. Das fällt uns gerade jetzt auf die Füße, wo es eigentlich mehr Personal bräuchte, um kleinere Gruppen zu unterrichten. Leider ist aber weniger Personal da, weil 20% der Lehrerinnen und Lehrer nach ihrer Selbsteinschätzung zur Risikogruppe gehören, wegen sowas wie Bluthochdruck oder Spliss. Nicht falsch verstehen? Ich weiß, was jetzt für Zuschriften kommen. Einige sind wirklich Risikogruppe und es gibt sehr, sehr engagierte, vorbildliche Lehrerinnen und Lehrer. Aber andere ziehen sich auch einfach mal schön aus der Verantwortung. Ich denke, das haben wir alle miterlebt. Die meisten Eltern werden mir zustimmen. Im Lockdown war doch die häufigste Erfahrung mit Online-Unterricht die: Montags wird eine Mail rumgeschickt, macht bis Freitag die Seiten 40 bis 45 im Buch und am Montag drauf, jetzt macht Seite 45 bis 50. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass völlig unvorhergesehene Ereignisse dazwischen kommen, mit denen wirklich niemand rechnen kann, für die man auch gar nicht planen kann. Einfach so aus heiterem Himmel. Das ist in der Schulpolitik ganz oft der Fall. Auch im Moment wieder. Janine Ullmann hat die Breaking News. Herzlich willkommen zu Extra 3 Extra. Vollkommen überraschend sind heute an vielen deutschen Schulen Tausende von Kindern erschienen. Unser Reporter Dennis Kaub steht vor einer der betroffenen Schulen. Dennis, wie ist denn die momentane Situation? Ja, Janine, hier am Mommsen-Gymnasium herrscht absolutes Chaos. Ich habe heute Morgen in sehr viele fragende Gesichter geblickt. Und bei mir ist die Schulleiterin, Frau Müller-Reinhardt. Was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Gestern war hier noch alles ruhig und heute Morgen standen plötzlich 1000 Schüler auf der Matte. Ich meine, dass heute, nach genau 6 Wochen, plötzlich die Sommerferien zu Ende sind, damit konnten wir nun wirklich nicht rechnen. Ja, wir werden das weiter beobachten und damit erstmal zurück zu dir, Janine. Berlin, die Kultusminister haben soeben auf die Kritik reagiert, sie hätten im Sommer die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts verschlafen. Ein Sprecher dazu? Also diese Kritik müssen wir wirklich entschieden zurückweisen. Es ist ja nicht so, als hätten wir in den vergangenen Wochen nichts gemacht. Wir haben ja schon was gemacht. Urlaub. Und wie ich gerade höre, gibt es am Mommsen-Gymnasium neue Entwicklungen. Dennis, wo bist du denn da gerade? Ja, ich habe mich jetzt in diesen potenziellen Corona-Hotspot hineingewagt. Und es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, was unternommen wurde, damit heute doch noch Unterricht stattfinden kann. Bei mir ist Hausmeister Hansen. Herr Hansen, welche Maßnahmen haben Sie ergriffen? Ja, also wichtig ist nur, dass die Kinder, die das Schulgelände betreten, sich erstmal ordentlich die Hände desinfizieren. Und da haben ja viele Schulen die besten Voraussetzungen. Einfach Wasserhahn auf. Boah, das ist ja eklig. Genau. Die Brühe ist so dreckig, die killt einfach jeden Virus. Stichwort Aerosole. Lüften Sie regelmäßig? Ja, lüften, also unsere Fenster gehen gar nicht richtig auf. Wir haben ja noch Windows 98. Wir haben andere Maßnahmen, um unsere Lehrkräfte zu schützen gegen diese kleinen Virusschleudern. Hier zum Beispiel unsere Deutschlehrerin, Frau Lamprecht. Hallo. Hallo. Und damit zurück zu dir, Janine. Frankfurt. Die Deutsche Fußballliga hat den Schulen ihre umgehende Hilfe angeboten und bereits ein erstes Hygienekonzept entwickelt. Es sieht vor, dass die Schüler ab sofort wieder für ihre Klassenräume zugelassen werden. Allerdings nur 20.000 pro Raum, keine Stehplätze und kein Alkohol. Zumindest bis Oktober. Und wie ich soeben höre, findet auf dem Mommsen-Gymnasium jetzt tatsächlich Unterricht statt. Dennis, wie ist die aktuelle Lage? Ja, neben mir findet Unterricht statt im Fach Mathematik und die kleine Marie wird gerade abgefragt und wir hören einfach mal rein. Wie ist denn das in Brandenburg? Also in Brandenburg muss ich im Unterricht keine Maske tragen, außer wenn ich mal Pipi muss.
In Schleswig-Holstein muss ich im Unterricht eine Maske tragen, wenn ich in der 7. Klasse bin und Lust dazu habe. Und in NRW muss ich immer eine Maske tragen. Aber bitte nicht so wie der Opa Armin Laschet hier. Und warum ist das überall unterschiedlich? Das weiß keine Sau. Sehr gut. Ja, und ich muss langsam mal los. Ich muss mir den letzten freien Bus schnappen, bevor die ganzen kleinen Virenschleudern da drin sitzen. Bis dann. Tschüss. Komm gut nach Hause. Danke, Dennis. Und das war Extra 3 Extra. Hier geht's jetzt weiter mit einem Horrorfilm für alle Eltern, der schon bald Realität werden könnte. Homeschooling Teil 2. Und damit zurück zu dir, Christian.